We belong together. Together every day. We belong together. Together every day. Mami, ich kann das nicht mit ansehen. Komm, lass mich das mal machen. Du bist mir viel zu grob mit ihm. Was ist denn hier zu grob? Und eingekriegt habe ich ihn doch schon. So, musst du nicht irgendwie zur Schule gehen oder sowas? Natürlich muss ich zur Schule. Wegen Philipp und dir bin ich ja extra früher aufgestanden. Wenn du mich nicht brauchst. Unsere Themen brauchst du nicht eher aufzustehen. Oh ja, man will sich ja nicht aufdrängen. Kleine Spatzfüße. Na, was macht er? Bisschen Kacki, bisschen Pipi. Ich habe vier Kinder großgezogen. Hallo. Aber für meinen Enkel bin ich zu grob beim Wickeln. Felix, war ich dir auch zu grob? Oh, viel zu grob. Ich habe ein Wickeltrauma. Ich würde mich von dir nie mehr wickeln lassen. Sag das nicht zu früh, mein Sohn. Wer weiß, wenn du heute noch alles wickeln wirst. Ja, vielleicht nicht gleich am ersten Tag. Ne? Lass es dir vielleicht von Jenny zeigen. Ich bin ja leider zu grob. Alexander, Frühstück! Bin ja schon da. Guten Morgen, Alexander. Ja, guten Morgen, Anton. Ja, komm. Im Ernst, gute Mine. Junge Mütter sind nun mal empfindlich. Du wolltest es auch nie, dass meine Mutter ihre Enkel wickelt. Erinnere dich. Das ist ja das Allerneueste. Oh, Mutter. Solange ich eure Kinder gewickelt habe, hast du es sehr gut verborgen, dass du das eigentlich gar nicht wolltest. Vor allen Dingen abends, wenn ihr was vorhattet oder am Wochenende. Mutter, ich war dir doch immer sehr dankbar. Ich erwarte keinen Dank, Sibylle. Aber wenn ich mich jetzt jeden Morgen hierher quäle, weil du als Mutter von vier Kindern meinst, noch arbeiten zu müssen. Und dann heißt es hinter meinem Rücken, dass es gar nicht recht ist. Mutter, es war ja ausnahmsweise mal gar nicht von dir die Rede. Wir sprachen von Jenny, die ihr Kind alleine wickeln möchte. Ja, so ist es. Ah, das kann ich gut verstehen. Du warst beim Wickeln immer etwas grob. Tja, da kann man sich nur wundern, wenn aus uns trotzdem noch was wird. Ne? Nicht, Alexander? Zum Beispiel Getränkefachmann im Supermarkt. Na, so einen Scheiß mache ich bestimmt nicht. Ich denke, du bist gar nicht mehr in diesem Supermarkt, Felix. Ich denke, du machst jetzt deinen Zivildienst bei der Bahnhofsmission. Sozialstation. Ist das nicht dasselbe? Mutter, Felix kümmert sich da um hilfsbedürftige und oft verwirrte Menschen, die noch in ihren eigenen Wohnungen leben. Stimmt es, Felix? Morgen. Habt ihr vielleicht einen Tee für uns? Ja, klar. Oh, ja. Da ist er ja, mein kleiner Chefpilot. So? Oh ja, komm. Oh, ja. Kommt Thomas heute eigentlich? Mhm, heute Mittag mit der 10 Uhr Fähre. Und, hast du dir noch mal überlegt? Ich muss mir da nichts mehr überlegen, Papi. Du kleiner Racker. Schulze das abzeichnen, ja? Ja? Okay. Ah, da ist er ja. Kai, übernimm mal Herrn Wolter. Pippi, mach klar. Ich bin hier angemeldet. Felix Schäfer, Schäfer mit E. Man erkennt ihn an diesem erwartungsfrohen Blick, voller Ungeduld, Tatendrang und Energie. So, halt den Mund. Tag, Felix Schäfer, ich bin Frau Frese. Tag. Frese mit Ä. Frese mit Doppel-I. Schwester Hedwig, hören Sie auch, dass Sol sich gerade um den Wochenenddienst für die nächsten 3 Monate bewirbt? Ich nehme es gleich zu Protokoll, Felix, wenn es dir recht ist. Die Zivis werden bei uns geduzt. Dafür darfst du den lieben Gott ab sofort siezen. Wow. Dienstbeginn ist für dich bis auf weiteres 7:30. Und damit du dich bei uns eingewöhnst, wirst du erstmal mit diesem etwas unreifen Menschen, dem nur noch die Zahnspange fehlt, mitgehen. Wir werden öfter verführt als die Briefträger. So, dann nimmst du jetzt Felix mit zu Frau Müller. Und da habt ihr ja wohl bis mittags zu tun. Ach so, Sol sagte, du hast jetzt deinen Führerschein. Ja, sonst hätten wir dich nicht angefordert. Fast. Ich mache heute Nachmittag die praktische Prüfung. Ah, das heißt, du nimmst heute Nachmittag deinen Jahresurlaub. Okay, aber fall nicht durch. Sozialstation, Schwester Hedwig. Aber das können Sie doch auch mir erklären, Herr Brake. Kann er nicht. Kann er nur Ihnen. Ja, Herr Brake. Holen Sie die beiden schnell noch mal rein. Herr Brake, ich habe Ihnen doch schon öfter gesagt. Was können Sie nicht finden? Ich verstehe. Außerdem haben Sie die letzte Rechnung noch nicht bezahlt. Also gut, wir schicken jemanden. Nein, Herr Brake, wir schicken einen jungen Mann, wenn's recht ist. Und Herr Brake, nennen Sie mich nicht immer Muchacha.
Kleine Programmänderung. Herr Brake hat seine Unschuld verloren. Dann gehe ich zum Muchacho und Felix geht zu Frau Müller. Felix kann doch nicht allein zu Frau Müller. Ja, das stimmt. War ein Versuch. Komm, Alter, ich erkläre dir, wie es geht. Sehr aufmerksam. Was mache ich jetzt bei Ihnen? Das wird er dir schon sagen. Das Ganze läuft als leichter Einsatz ohne schweres Gerät. Paragraph 1 in unserem Geschäft. Begegnen Sie dem älteren Mitbürger ohne Vorurteile. Hatten wir schon mal mit einem älteren Mitbürger zu tun? Nee. Wie nee? Keine Oma, kein Opa? Ach, Oma Lisbeth ist kein älterer Mitbürger im Sinne der Vorschrift. Das sind die wenigsten. Das ist das Grundproblem in unserem Geschäft. Es gibt keinerlei Normenkontrolle. Hat der Gesetzgeber völlig versagt. Und wir Zivis baden alles aus. Nummer 18, Parterre links. Na gut. Na, dann werde ich es mal ausbaden. Dann hast du die Prüfung. Um 4. Halt zum Beinbruch. Wer ist da? Felix Schäfer von der Sozialstation. Schon wieder ein anderer. Habt ihr so einen Verschleiß? Oh mein. Warum schickt die Muchacha nicht wenigstens diesen Soll, wenn sie schon um ihre Damen fürchtet? Soll ist auf einer anderen Baustelle. Es ist mein erster Tag und sie gelten als pflegeleicht. Ein vernichtendes Urteil. Nur weil die letzte Rechnung nicht bezahlt ist, kannst du mich doch nicht beleidigen. Ach, ich glaube, sie hat es sehr nett gemeint. Mein Leben lang hat es noch niemand gewagt, es nett mit mir zu meinen. Ich werde es hier ausrichten. Was kann ich für Sie tun? Gleich zur Sache, wie? Nur keine Zeit verlieren. Naja, kannst du nur für mich wählen. 223915. Gern. Gesetzt? Mhm. Anrufbeantworter. Und ich dachte schon, ich verwähle mich dauernd. So, soll ich hier jetzt vielleicht ein bisschen sauber machen? Bloß nicht. Ist es sehr dreckig? Oh, nur ein ganz bisschen staubig. Das ist gut für die gemeine Hausmilbe. So, ich möchte jetzt raus. Wo ist mein Jackett? Na, das habe ich aufs Sofa geschmissen. Wo aufs Sofa? Oh, entschuldigen Sie, ich wusste nicht, dass... Ich wollte mich nicht draufsetzen. Bis jetzt hat hier doch niemand Platz angeboten. Sowas will bei mir sauber machen. Hören Sie, ich habe nicht gleich gemerkt, dass Sie blind sind. Aber es hat mir auch keiner gesagt. Aber pflegeleicht, das weiß er. Hast du wenigstens ein Auto? Tut mir leid, kein Auto. Na gut, dann leihen wir uns den Wagen von der Nachbarin. Käfer wirst du ja wohl noch fahren können. Ich habe auch keinen Führerschein. Wie alt bist du? 20. Na, hoffentlich hast du sonst noch was vor im Leben. Wo wäre Soll denn mit Ihnen hingefahren? Ich spiele jetzt keine Rolle. Führ mich ganz einfach durchs Viertel. Aber nicht über den Block. Da kenne ich mich alleine aus. Geht's denn so? Wunderbar. Wenn du mich nicht durch Hundescheiße führst. Wo bist du in die Schule gegangen? Mit Gustav Heinemann. Da gehen wir jetzt hin. In meine alte Schule? Warum denn nicht? Oder bist du rausgeflogen? Nein. Schade. Ja, auch amüsant. Halt bescheuert. Na, gefällt sie? Hey, Felix! Was machst du denn hier? Hallo, Benita. Oh. Wir schnappen nur ein bisschen frische Luft. Oh. Hast du was von Moritz gehört? Klar, es geht ihm gut. Und warum? Schreibt er dir nicht? Ja doch, sein letzter Brief kam vor 7 Tagen. Oh, dann schreibt er dir öfter als uns. Ja? Komm doch mal vorbei. Ja, gerne. Ciao. Tschüss. Sie ist blond. Stimmt's? Benita? Ja. Höchstens 16. Hübsch. Mit noch etwas Babyspeck. Sehr hübsch. Ohne Babyspeck. Aha, auch gut. Felix! Oh. Felix!
Felix! Luigi! So lange nicht gesehen. Was machst du? Ich bin seit heute beim Zivildienst. Zivildienst? Ah, bei der Kripo. Gegen die Mafia. Ah, das ist jetzt schon Abiturienten ein. Das ist ja wie bei Mussolini letztes Aufgebot. Dein Kollege? Mit Tarnung? Doch sehr unauffällig, unsere Tarnung, oder? Kommt in jedem Film vor. Was observiert ihr hier? Jackenklaue? Hannemannklaue? Ist mir nicht bekannt, Luigi. Wir üben für den Ernstfall. Passt auf. Tarnung vom Kollege ist nicht gut. Guck mal, das ist Felix. Hey, Felix. Aisha. Hallo, Felix. Hallo. Und wer sind Sie? Würdest du mich bitte vorstellen, Felix? Aber natürlich. Das ist Herr Brake, das ist Julia. Hans Brake. Und das ist meine Freundin Aisha. Guten Tag, Herr Brake. Äußerst angenehm. Wir fahren jetzt zu euch und gucken uns deinen Neffen an. Genau. Hast du einen Neffen? Ja, aber er ist noch ganz klein. Ich kenne ihn schon. Ich habe nur Julia versprochen, dass ich sie fahre. Sehen wir uns heute Abend? Ich rufe dich an, nach der Prüfung. Könnten wir da nicht mitfahren? Ich habe nämlich auch einen Neffen. Aber Herr Brake, ich meine von Onkel zu Onkel, meiner ist wirklich noch sehr klein. Das macht doch nichts. Neffen finde ich hochinteressant. Felix, komm doch mit. Warum willst du Herrn Brake nicht den kleinen Philipp zeigen? Ich habe doch nur gesagt... Sehr nett von Ihnen, Julia. Würden Sie mich bitte führen? Ja. Aber klar doch. Gehen wir. Danke. Was ist das für ein komischer Ziviler? Wenn sie jetzt alle blind sind, dann wundert mich gar nicht mehr. Ach, Luigi, Zivildienst, Sozialstation. Ah, Spezialstation. Da musst du Gefahrenzulage verlangen. Ich glaube, die brauche ich nicht. Danke, Luigi, ciao. Verlange es, Felix. Ciao. Nein, ist der süß. Ist der süß. Aber Jenny, hier kommt mehr nach Thomas als nach dir. Naja, da haben wir noch ein paar Tage Zeit, um das endgültig festzulegen. Hm? So. Hier, Herr Brake, das ist er. Jenny, ihr darf doch mal anfassen, oder? Ja, ich weiß nicht. Wenn Jenny nichts dagegen hat, möchte ich gerne mal dran schnuppern. Sie können ihn ruhig mal streicheln. Felix, der liegt in meinem Arm, Herr Brake. Oh, darf ich? Ja. Hier, Füßchen. Ah, ja, Füßchen. Wen bringst du da denn alles noch her? Darauf bin ich gar nicht vorbereitet. Oma, ich betreue Herrn Brake. Das hat sich immer so gegeben. Schleppst du jetzt all deine Alten und Verrückten hierher? Er ist bestimmt nicht älter als du und nur blind und nicht verrückt. Ich meine doch auch nur, einfach hier so rein zu platzen. Keine Bange, wir bleiben auch bestimmt nicht zum Essen. Er kann doch ruhig hierbleiben. Er hat ja mein Gulasch schon gerochen. Und man schickt doch keine Gäste vor dem Essen aus dem Haus. Näschen. Ui. Das war ein voller Erfolg. Tut mir leid. Hübsches Kind. Sehr gute Stimme. Wird mal ein Plastik dort um mich hin. Komm, gib ihm her. So, ja. Alles viel zu viel aufregen. Ne? Mein Philipp jetzt eigentlich schlafen muss. Ja. Mahlzeit zusammen. Hier ist ja wieder was los. Ich musste ihn mir doch auch mal angucken, Frau Schäfer. Ja, wir alle. Ja, da habe ich auch nichts gegen, Julia. Ich bringe ihn jetzt mal nach oben, sonst hört er gar nicht mehr auf. Ich komme mit. Ich auch, ja? Guck mal, Philipp, jetzt bringen Sie die tollen Tanten ins Bett. Herr Brake? Ja? Mami, darf ich dir Herrn Brake vorstellen? Er ist hier, weil er auch einen Neffen hat. Ach, das ist ja interessant, Herr Brake. Ich bin entzückt, gnädige Frau. So, jetzt wird nicht länger rumschlawenzelt, jetzt wird gegessen. Ihre Perle führt aber ein strenges Regiment. Oh, Vorsicht, sie ist meine Schwiegermutter. Oh, pardon. So, Philipp, jetzt machen wir erstmal ein kleines Mittagsschläfchen. Thomas! Ah, hallo, Julia. Hallo, Aisha. Ich denke, du bist auf deiner Insel mitten in der Woche. Hast du da nicht einen Job? Kannst du bitte mal übernehmen? Ich hab doch heute frei. Da muss ich doch meinen Sohn sehen. Hm? Kleiner Kopf. Ja. Ist das für euch nicht ein bisschen kompliziert? Rauf auf die Insel, runter von der Insel? Julia, es ist wunderbar. Thomas versteht, dass ich auf dieser Insel nicht versauern will und hier wieder zur Schule gehen werde. Und ich verstehe, dass er seinen Job dann nicht gleich wieder kündigen kann. Wird eure Wohnung bei Bockmann denn wieder aufgehen? Aisha, ich glaube, diese Fragen sind etwas verfrüht. Das glaube ich auch. Komm, Philipp, jetzt bringe ich dich ins Bettchen. So, das müsste halten. Ausgezeichnet, das Gulasch, gnädige Frau.
Suchen Sie was, Herr Brake? Ja, mein Weinglas. Ich möchte gerne auf das Wohl der Köchin anstoßen. Oh ja. Was? Alexander, wie konntest du denn den Wein vergessen? Ich? Ja. Oma? Kommt gleich. Was macht denn Ihr Neffe, Herr Brake? Ist der auch so niedlich wie unser kleiner Neffe? Mein Neffe? Mein Neffe ist überhaupt nicht niedlich. Mein Neffe ist ein 30-jähriger Schmarotzer, der gerade meine Konten geplündert hat. Was mich in eine sehr unangenehme Situation bringt. Oh. Ich bin sehr froh, feststellen zu können, dass es auch noch andere Neffen gibt. Aber wie konnte sowas passieren? Ich Idiot habe ihm Vollmacht gegeben, als ich neulich operiert wurde. Zum Wohl. Und ich? Alexander, man schenkt zuerst den Damen ein. Und was machen Sie nun? Ich hoffe, ich erwische ihn, bevor er alles verballert hat. Aber das kann nicht stimmen. Haben alle? Augenblick. Danke. Ja, jetzt ja. Auf das Wohl der Köchin. Es ist ein Festschmaus, gnädige Frau. Ich danke Ihnen, Herr Brake. Oh, sehr anständiger Tropfen, das. 79er Mouton Lafitte. Wie? Freut mich, dass er Ihnen schmeckt. Danke. Sitz. Wird es Ihnen was ausmachen, mich noch durch die Brauerstraße zu fahren? Nein, ich glaube nicht. Danke. Felix! Das war ja sehr nett, dass du ihn mitgebracht hast. Aber bitte fang jetzt nicht an, dich in fremde Familienangelegenheiten reinzuhängen, hörst du? Wovon sprichst du? Von seinem Neffen. Ich habe genau gemerkt, wie du reagiert hast. Das geht dich nichts an. Okay, okay, ich habe verstanden. Das war Papas beste Flasche, die hat er von seinem Admiral bekommen. Du hast mir ja nicht gesagt, welchen, weil ich vergessen habe. Aber hier wohnt doch keiner. Wer soll denn hier wohnen? Mein Neffe, auf Nummer 40. Die Adresse stimmt. Haben Sie ihn denn nie besucht? Seit seinem Umzug nicht mehr. Na gut, ich sehe mal nach. Aber da muss ich wieder zurück. Ich war schon lange genug weg. Wir gehen mit. Der Name steht an der Tür, aber nur auf einem Zettel. Und drinnen sitzt so eine Schnalle. Gehen wir rein. Herr Brake! Nur eine Sekunde. Meinetwegen. Ihr wartet am besten draußen. Der ist nicht da. Sie sind sein Onkel, ne? Ja. Ich muss Oliver dringend sprechen. Ich habe Sie schon auf seinem Anrufbeantworter gehört. Der kommt nachher bestimmt noch mal rein. Seit er seinen Porsche hat, scheint ihm der Außendienst richtig Spaß zu machen. Er hat einen Porsche? Das Geschäft floriert. Ach ja? Moment. Oliver, ich habe die Knete gekriegt, alles Roger. Ich bringe dir nachher die Papiere vorbei. Danke. Ende. Die Stimme des Herrn. Er soll mich anrufen, ja? Sag ich ihm. Wo wohnt er denn? Keine Ahnung. Aha. Muchacho, das war ein sehr schöner Ausflug. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Das freut mich, Herr Brake. Ich muss aber jetzt schnell weiter. Meine Julia, Damen, was ist denn? Es war mir ein Vergnügen. Oh, ganz meinerseits. Wie kommen Sie denn jetzt nach oben?
Er kennt sich hier aus. Eine gute Frage. Würden Sie mich bringen, Julia? Ach, Aisha, ich muss weiter, schnell. Ja. Wartet ja. Nicht auf mich. Ich bringe Herrn Brake nach oben. Das ist sehr reizend, Julia. Wo ist es denn? Nummer 18. Felix, es hieß 2 Stunden, nicht 4. Ich weiß, Frau Fräser, aber ich habe hier irgendwo meine Tasche liegen lassen. Und ich muss ganz schnell zur Prüfung. Was war denn jetzt wieder los? Danke. Kann ich Ihnen das morgen erklären? Also, meinetwegen. Danke. Wie war's, Muchacho? Keine Zeit. Ich hol dich ab. Na, bei der Hektik fällt er bestimmt durch. Ein fröhlich Herz kriegt keine Prüfung an. Nicht wahr, Frau Fräser? Hoffen wir das Beste. Kommt an die Boxen. Sehr schön, Frau Neipitz. Aber achten Sie darauf, dass Sie nicht zu langsam fahren. Tempo 50 ist in der Stadt erlaubt, außer in beruhigten Zonen. Herzlichen Glückwunsch. Tja, Herr Schäfer, eigentlich brauchen Sie ja noch etwas Praxis, aber dafür fahren Sie ja sehr vorsichtig. Schön. Vielen Dank. Und, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, auch herzlichen Danke. Glückwunsch. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf gar keinen Fall. Zeig her. Gratuliere. Die Show hättest du dir sparen können. Was ist denn das für ein Stempel? Auf dem Gnadenwege erteilt? Ach, gib her das Ding. Das war teuer genug. Willst du? Oder hast du schon die Nase voll? Mit der Klapperkiste? Bitte kein Wort gegen mein Kfz. Siehst du? Jetzt ist er da. Schnapp dir deine 38er. Du gehst vorne rein, ich hinten. Jetzt ruf Brake an. Das ist jetzt wieder das Autotelefon. Hey! Dick und doof. Viertel. Hast ja Glück, dass er sich zeigen will. Er fährt schnell genug. Wow, 30 km/h. 50, du Arsch! Thank you.
Schnittke und Brake Versicherungen. Einen Moment. Und jetzt? Du gehst mit rein und ich hol Brake. Okay. Ja, Aisha, ich habe bestanden. Hör zu, ich bin im Amadeus und draußen sitzt Brakes Neffe mit dem Porsche direkt vor der Nase. Ja, wir sind noch mal vorbeigefahren. Nee, ist immer besetzt, aber Sol holt ihn. Okay, bis gleich. Der Dünne. Der Dünne. Hast du Prag erreicht? Ja, ist immer besetzt. Pass auf, lass dich doch von denen auf ein Glas einladen. Ach, du spinnst. Wenn die jetzt in den Porsche steigen, sind sie weg. Dann fahren wir hinterher. Ach, mit dem Fiat. Sol und Brake sind doch gleich da. Du mutest mir was zu. Du magst den Alten doch auch. Wenn die jetzt nicht kommen. Ich finde ganz reizend. Das finde ich ganz schön. Das ist ein Tag, doch noch gerettet. Ja? Ne? Können wir noch was zu trinken haben? Ich hätte gern Wasser. Ja, Wasser. Ich bin Olli. Olli, was soll man was? Kannst du noch was zu trinken? Ja, ja, klar. Ja. Ja. Total. Ja, das ist klar. Schnell. Ciao. Okay, tschüss. So, den gehen wir auch los. Wir könnten noch eine nette Runde machen. Scheiße. Hat sie Ihnen was gesagt? Bist du Felix? Ja. Sie hat gesagt, wenn ein Felix sich ermeldet, der soll warten. Sie ruft hier an. Okay, sagst du mir Bescheid? Mach ich. Ach, bringst du mir einen Alster? Ja. Danke. Wo sind wir? Beim Amadeus. Das ist so ein Café. Kenne ich nicht. Hieß früher mal Leuchtturm. Ah, das kenne ich. Kommen Sie, wir gehen hier lang. Ja. Hey, wo sind Sie? Felix, Telefon. Ach, das wissen wir jetzt gleich. Aisha, wo seid ihr? Aha. Okay. Wir kommen. Durchhalten. Sie sind im Römer. Hey, Alter, fällt dir was auf? Nee. Die Braut. Brake hat eine neue Flamme. Ach, tatsächlich? Location-Wechsel. Sie sind im Römer. Warum denn? Ich denke, er ist hier. Kurze Planänderung. Da, fang. Nee, nee, du fährst. Du brauchst doch Praxis. Zündung einschalten.
Wo ist denn jetzt der Bordcomputer? Bordcomputer? Ich kann dir sagen, wo bei meinem Fahrrad die Klingel ist. Gebrauchsanweisung. Mach schon wach. Na, kommt doch wieder. Sieht er uns? Ja. Jetzt bestellt er was. Nee, der will die Rechnung. Der will abhauen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wo sind denn unsere beiden Herren? Draußen. Was machen sie denn da? Na, ich denke, die klauen den Porsche. Sie, ihr Liebter. Traust du denen das zu? Aber natürlich. Hier steht nichts vom Bordcomputer. Versuch's mal so. Was denn die Alarmanlage angeht? Dieser Angeber. Scheiße! Scheiße, mein Porsche! Der ist weg. Mein Schlüssel auch. War jemand an meiner Jacke? Ich habe keinen gesehen. Mein Porsche! Ich muss zur Polizei! Taxi! 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 Komm schnell, wir müssen zur Polizei. Los, komm raus hier, ich brauche das Taxi. Komm, hier ist ein Hunni. Komm, mach kein Theater, raus hier, schnell. Komm schnell, wir müssen zur Polizei, komm. Ich muss nicht zur Polizei und ohne Porsche gefällst du mir auch nicht mehr. Mensch, Mädchen, sag mal. Und jetzt? Jetzt fährst du in das Parkhaus davor. Schönes Auto. Mein Bulli passt mehr rein. Aber der hat einen Klöpfer, denn. Stimmt. So, da sind wir wieder. Und? War sehr mitgenommen? Ziemlich. Er fand es nicht in Ordnung. Vor allen Dingen ist er jetzt bei der Polizei. Das soll er mal lassen. Ich bin auch nicht zu den Bullen gelaufen. Wo wollen Sie denn hin? Telefonieren? Ist hier um die Ecke. Kommen Sie. Der Typ hat vielleicht genervt. Was der für ein toller Hecht ist. Wie er sein Geld im Schlaf verdient mit Versicherungen. Mit Drückerkolonnen rumlaufen und kassiert die dann nur ab. Oliver. Ich. Ich weiß, dass du dich hinter deinem Anrufbeantworter versteckst. Deinen Porsche habe ich. Der Anblick zum Schluss. Lass die Polizei aus dem Spiel. Sonst landest du im Knast. Der war fix und alle. Gib mir mein Geld zurück oder ich verkaufe den Wagen. Alles klar? Danke. Cielito! Das muss gefeiert werden. Bestell den Champagner. Nein, nicht hier. Ich will auch was von meinem neuen Wagen haben. Leute, ich möchte jetzt zur Hammebrücke. Was soll das denn sein? Was, ihr kennt Hammebrücke nicht? Wie, täglich tanzt bis zum frühen Morgen. Donnerwetter. Ich bin doch nicht verrückt. Was habe ich überhaupt damit zu tun? Du hast das doch alles ausgedacht. Ach, und wer hat mir Schlüssel geklaut? Du hast mich angestiftet, verführt. Sei froh, dass ich nicht minderjährig bin. Oh. Der Typ hat die Anzeige bestimmt schon fallen gelassen. Also gut, Boxen. Begrüßung. In deine Ecke. Los. Wo bleibt ihr denn? Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem neuen Wagen. Allzeit gute Fahrt. Ja, ja. So, Muchacho, jetzt gib ihm die Spuren. Wie viel PS hat er denn? Immer mit der Ruhe. Was ist denn jetzt vor? Hammebrücke nicht drin. Da haben wir früher die tollsten Feste gefeiert. Das war nach dem Krieg. Da hatten wir auch allen Grund zu feiern. Rauf auf den Dampfer, hoch die Weser. Und am Sonntag wieder zurück. Tatsächlich zur Hammebrücke. Ich höre gar keine Musik. Der Laden ist dicht. Das kann nicht sein, da sind wir falsch. Wir sind richtig.
Nur die Kapelle ist irgendwann in den letzten 50 Jahren nach Hause gefahren. Hier steppt der Bär. Im Kettenhemd. Sieh, bitte bring mich zur Tür. Kommen Sie. Vorsicht, Stufe. Wem sagst du das? Ziemlich dicht. Aber wenn du in 50 Jahren einen Römer willst, dann ist da mit Chance ein Supermarkt. Oder ein Pornoshop. Hinterm Haus zum Fluss gibt's einen Garten. Oh, ich glaube, den gibt's immer noch. Vielleicht auch ein Pool. Hey, Vorsicht. Die Musikpavillon gibt's noch. Dann sind wir richtig. Vorsicht. Ah. Danke. Oh, hier wurde lange nicht getanzt. Tja, siehe dich schon. Dann müssen wir auf unseren Walzer verzichten. Vor uns ist ein Fluss. Die Hamme. Ah. Aha. Und was lief hier so ab? Ich meine, früher. Immer noch mitten in der Wildnis. Wo ein Musikpavillon ist, ist auch Musik. Ist das sehr unanständig? Nein. Fielito ist was sehr Ehrenhaftes. Cielito heißt Himmelchen. Cielito nennt man die Frau, die man auf Händen trägt. Das gefällt mir. Cielito, das ist der richtige Name für eine schöne Frau wie dich. Sie haben in Spanien gelebt? Ja, Südamerika. Kolumbien, Costa Rica, überall, wo es Kaffee gibt. Und wie hat man dich da genannt? Ob du es glaubst oder nicht, Don Juan. Das heißt ganz einfach Hans. Sie waren im Kaffeehandel? 40 Jahre lang. Schmeckt dir dann noch dein Kaffee, Don Juan? Im Kaffeehandel trinkt man Shampoos und Whisky, Kaffee nur zum Nüchternwerden. Das hat Sascha von Ihnen geerbt. Wer ist Sascha? Na, Ihr Neffe. Mein Neffe heißt Oliver. Und wieso nennt er sich dann Sascha? Vielleicht denkt er, dass das besser zum Porsche passt. Wie viel hat er bei Ihnen abgeräumt? So runde 90.000 Mark. Die müssen wir für den Wagen bekommen. Das Teil ist eine Woche alt, hat keine 1.000 Kilometer runter. Dafür kriegen wir 130.000 Minimum. Ach ja. Der Typ, dem das Büro gehört, heißt Sascha. Das stand draußen auf dem Schild. Ihr Neffe ist 1,90 groß, schlank und... blond? Nein, er ist dick. Das hat er von meiner Schwester. Der Neffe ist der andere. Sol? Ja, Felix. Denkst du, was ich denke? Sowas Ähnliches. Sag mal, wenn ihr einen Porsche klaut, könnt ihr da nicht wenigstens den richtigen klauen? Offensichtlich nicht. Kleiner Irrtum. Deshalb hat er dich im Lokal nicht erkannt. Was mich jetzt wiederum sehr beruhigt. Ich habe nur den einen Neffen. Porsche kann ich umtauschen, Neffen nicht. Dann sind wir jetzt auch sehr beruhigt. Außerordentlich beruhigt, Zoll. Was haltet ihr davon, wenn wir allmählich wieder in die Stadt fahren? So in etwa 3 bis 5 Sekunden? Oh, ihr seid Helden, wirklich. Julia, du fährst mit dem Bulli mit. Nein, nein, Cielito fährt mit mir. Okay, dann fahren Sie selbst. Wir fallen da drin zu dritt zu sehr auf. Es ist ja nicht für lange, Don Juan. Voll, du fährst ganz dicht hinter mir her und deckst uns nach hinten ab, falls sich jemand für die Nummer interessiert. Und wenn, dann gibst du Vollgas. Mit der Karre kriegt dich doch sowieso keiner. Sehr schlau. Neben uns steht noch ein Porsche.
Das wird dann wohl der Richtige sein. Aha, Ihr Neffe. Mhm. Onkel Hans, kannst du mir sagen, wieso du den Porsche von meinem Chef klauen lässt? Oliver, wir dachten, es ist deiner. Mein Chef tobt. Der Wagen ist neu, den kann ich mir nicht leisten. Auch nicht von meinem Geld? Onkel Hans, du kriegst es ja wieder. Mein Chef hat mir seinen alten Wagen verkauft. Ich verkaufe ihn doch nur weiter. Und dann kriegst du dein Geld zurück. Hilf mir aus. So. Was echt? Wir tauschen jetzt die Wagen. Wie bitte? Was willst du mit meinem Wagen? Was willst du überhaupt mit einem Auto? Felix, kannst du den Porsche irgendwo sicher unterstellen, bis er verkauft ist? Mir fällt schon was ein. Das denke ich mir. Onkel Hans! Oliver, du bist ein guter Neffe. Du kommst am Sonntagnachmittag zu mir und bringst mir den Kraftfahrzeugbrief. Und den Schein. Jetzt haben wir den richtigen. Na also, was regst du dich auf? Ich reg mich doch gar nicht auf. Tschüss, Onkel Hans, ich komm morgen. Dann besprechen wir alles noch mal. Du bringst mich noch nach oben. Ich muss den Wagen zurückbringen. Du hast ja brühwarm auf den Anrufbeantworter gesprochen, dass ich damit drin hänge. Die Codenummer, die Codenummer. Haben Sie denn die Codenummer? Was denn für eine Codenummer? 33. Shh. Ach Gott, der braucht eine Codenummer? Gehen Sie doch in die Wohnung und rufen Ihren Chef an. Aisha? Ja? Sie waren sehr nett zu mir. Danke. Soll? Es war ein wunderschöner Tag. Und dein Kumpel ist auch schwer in Ordnung. Wir tun unser Möglichstes. Felix, Grüße und mein Kompliment an die Sozialstation für Ihre Mitarbeiter. Trotz kleiner Irrtümer. See you later. Hier, Don Juan. Vergiss mich nicht. Das stimmt nicht. Abend. Hallo Felix. Hast du bis jetzt gearbeitet? Oh, es war mir ein freiwilliger Einsatz. Sowas macht sich am Anfang gut, dann ist es später leichter. Ja, da bin ich mir nicht so sicher, aber egal. Mami, ich kann deine Autoschlüssel nicht finden. Könntest du deine Schrottlaube mal vom Hof fahren, bitte? Nur für einen Moment. Wieso? Oh, ich würde gern meinen Porsche Cabrio in die Garage stellen. Ja, das verstehe ich sehr gut. Danke. Mami, was ist nun? Was ist was nun? Ob einer von euch bitte das Auto mal vom Hof nehmen könnte? Felix, das Auto steht wie immer und dein Fahrrad ist ja wohl nicht breiter geworden. Doch. Doch? Doch? Doch. Was schleppst du denn hier wieder an? Hier. Das ist meine Garage für meine Werkarbeiten. Danke, Papi.
Ja, gern geschehen. Ich denke, hier drin kann ich das Dach auflassen. Ja, das würde ich auch, Felix. Das würde ich auch. Felix, was ist das? Ach, das ist ein 911er Porsche. Schönes Auto, solide Verarbeitung. Die reine Freude am Fahren. Das ist schön, das freut mich für dich. Dein Dienstwagen von der Sozialstation? Nicht direkt. Felix, du hast den nicht geklaut oder sowas? Das wäre verkürzt dargestellt. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Nee. Es hat sich heute so ergeben, im Dienst. Ich denke, wir machen das hier mal zu. Wir wollen ja keine neugierigen Blicke. Da gehen wir ganz in Ruhe rein. Und Felix erzählt uns mal, was das für eine Sozialstation ist, der da gelandet ist. Sag mal, sozialisiert ihr da Porsches oder was? Das kommt dem schon näher. Auch Mercedes oder nur Porsche? Ich bin ja erst den ersten Tag da. Ja, Wolfgang, nach einem Tag hat man doch noch keinen Überblick. Nee, stimmt, gute Mini, haben wir keinen Überblick. Komm, ich helfe dir mal aus der Jacke, mein Sohn, ja? Darf ich Ihnen meinen Arm anbieten, Exzellenz? Ist ja schade, dass wir den roten Teppich gerade nicht da haben. Ja, das hätte fotografieren sollen. Sollen wir den Philipp vielleicht noch mal ein bisschen aus dem Bett holen? Von der Shampoo steht kalt. Together, together, not ever.